will lachen. Heute schon Kult. Künstler gelten als Sozialschmarotzer und Tagediebe, Arbeitsverweigerer und. Nicht aber unsere Darstellerinnen. Die haben etwas zu bieten. Herzlich willkommen zu Will Lachen, meine Damen und Herren, der neuen Kellershow. Wir gehen zum Lachen in den Keller. Wir adoptieren hier verschiedenste Darstellerinnen und Comedians, um sie nach oben zu bringen. Das passiert alles ganz legal und sauber natürlich. Unsere Kellerwände sind schalldicht und niemand von den Nachbarn wird durch uns gestört. Es kommen auch keine Comedians zu Schaden. Bei Rückfragen oder Nebenwirkungen fragen Sie besser nicht nach. Es soll ja alles hier offen kommuniziert werden. Ende und aus. In unserer ersten Episode, Bundesagentur für Unvermittelbare. Im Prominentenzimmer haben wir heute zu Gast Michael Krappel, aka Phi. Kostas Supermakidis, unser griechischer Robin Hood, ist on the train, auf dem Weg zur Beendigung der griechischen Finanzkrise. Und für alle Couch Potatoes gibt es ein Fitmach-Mit-Programm mit Mindy, das Sie ganz einfach bei sich zu Hause im Bad absolvieren können. Wir haben uns gefragt, wer mordet am schönsten? Ne? Eine Frage, die man ja durchaus in österreichischen Breitengraden fragen kann. Mord und Totschlag, aber das muss ja nichts Schlimmes sein, haben wir uns gedacht. Deswegen haben wir in Österreich die erste und einzigartigste Mörder-Casting-Show für Sie, unsere Zuschauer, entwickelt. Wer mordet am schönsten? Ja, sehen Sie hier nur bei uns und entscheiden Sie sich für Ihren Lieblingsmörder. Außerdem Werbung aus der Steinzeit. Neandi mit einem ganz besonderen Angebot für Sie. Das Stone Phone Number 7. Und Macho Muchacho gibt heute seinen Einstand als erstes Tutorial hier mit seinem Channel Macho Muchacho, Tipps für und mit Machos. Mördertalente treten bei uns in unserer Comedy-Show auf. Prominent ist man auch erst, wenn man bei uns einmal im Keller war. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viel Spaß und gute Unterhaltung. Das Angebot der Agentur für Unvermittelbare ist speziell auf Sozialschmarotzer und Arbeitsunwillige ausgerichtet. Mit unserem Sitz in Wien können wir auf jahrzehntelange Erfolge zurückblicken. Neurotiker und psychische Problemfälle konnten wir bisher immer erfolgreich vermitteln. Wir sind Ihr Arbeitsvermittler und Servicedienstleister. Ihre Bundesagentur für Unvermittelbare. Wir vermitteln selbst die schlimmsten Arbeitsverweigerer. Ich würde gern einen Job jemandem geben, der mich wie schon lange begleitet. Also, wenn jemand das weiß. Ja, Georg aus Wien, bitte. Können Sie mir helfen? Ich brauche einen Job. Ich wäre so gern Komiker, wissen Sie? Jo, Leute, es geht ab. Ich bin Puppenspieler. Ich bin der Dragan und möchte Müllmeister werden, okay? Also, da schaut's. Haben wir das gekauft? Sind's gepfertet. Ich bin der Harry. Also, wenn jemand das weiß. Was da für mich in Frage käme, vielleicht Zuhälter. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist von Strohhalm. Ich brauche jetzt einen Job als Komiker oder so. Ja? Ich krieg keinen Fuß am Boden sonst in meinem Leben. In Kinder, mit so Kindergeburtstage und so. Fuck, ich brauche einen Schuss, mal ein neues. Ich brauche ein bisschen Energie. Mein Name ist Pip Dolan, ich war mal Musiker. Das würde ich jetzt gern wieder werden. Wenn du bist, da oh, es
Ah, Sie kennen mich gar nicht. Ich bin doch der Georg aus Wien. Sie kennen nicht mein Video? 1 Million Klicks auf YouTube. Jeder kennt mein Video, jedes Kind. Ja, ich kenne mich aus. Mit Frauen vor allem. Also, wenn jemand was weiß. Mein Beruf als Kellner geht leider zu Ende. Ich werde meinen Job verlieren und muss jetzt am Arbeitsplatz, wo die Probleme so groß sind, einen neuen Job finden. Wir machen jetzt zusammen Kasperltheater. Der Vieh ist Musiker und ich habe wieder meine Figuren dabei. Wir zeigen euch kurz, wie das geht, oder, Vieh? Prinzessin, hallo, ich lieb dich so. Hey! Ihr kennt das war eine vom 18. die Baumgartner Uschi. Na, hallo. Ach, ich bin der Harry und ich brauche einen Job. Ist das gelungen? Rufen Sie mich an. Wiederschau. Wiederschau. Arschlöcher. Schausagerte! Agentur für Wichser hier. Verstehst du? Ich meine, wo sind wir hier eigentlich? Agentur und uns. Also, ich hätte gerne arbeiten. Im Prominentenzimmer als Prominenzen heute Michael Krappel, a.k.a. Vieh, der Beatboxer mit Feeling. Prominent ist man erst, wenn man bei uns im Keller war. Jetzt sag ich grüß Gott und hallo nach Hause vor die... Bitch, hier mich. Ja, das beim AMS, das hat bei mir natürlich mega schnell funktioniert, ne? Sitze ich schon da bei, wie lachen wir machen es im Keller, ne? Ich kann weder gescheit lesen, noch kann ich gescheit reden, aber ich mach jetzt mal das Interview. Zu mir, bei Gast, zu Gast, ist der Herr Vieh, ist ein Beatboxer, also ein Musiker. Right, Hammers. All about the hummus. Yeah, it's all about the hummus. It's all about the hummus. All about them hummus. Da ist er schon. Na, guten Tag. Ja, grüß dich, servus. Hallo. Wie, du bist ja ein Beatboxer, ne? Du machst Musik mit deinem Mund, ne? Meistens, ja. Ja, wie kommt man auf das, ne? Langeweile. In Wahrheit riesengroßes Interesse an der Stimme. Viele Stimmen, ganz vieles in meinem Kopf und die ganze Zeit geht das einfach die ganze Zeit zu. Und das, dann macht man es. Aha. Und das heißt dann, du hast eigentlich relativ wenig Freund oder viel Freund? Also in meinem Kopf habe ich viele Freunde. Jeden, den ich will, jedes Sound, jedes Geräusch. Ganz viele Freunde im Kopf. Und die kann ich sozusagen hervorzaubern, wann immer ich will. Danke. Dankeschön. Danke. Bitte. Danke, Roland. Danke. Ah ja, wie? Das kommen wir jetzt eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage, ne? Ja. Apropos, ne? Sage ich immer. Apropos, ne? Arbeitssuche. Wie ist das für dich mit deinen Auftritten? Bist du da, weil du ein Wohnmensch schon quasi bist du da flexibler, bleibt mehr Geld übrig oder bist du nebenbei auch auf Jobsuche? Na, relativ flexibel bin ich nicht, weil ich bin relativ schwer. Aber sonst ist eigentlich, es macht schon Spaß. Man fährt ein bisschen alleine rum. Die Freunde im Kopf immer mit und in Wahrheit, ja, man tut, was man kann und
Ja, das passt eigentlich. Super. Also, was sind, sind Sie echt talentiert? Ja. Sag mal ja, ne? Ja. Bin ja aus Otterkring, ne? Ein Otterkring ist ein bisschen härteres Pflaster, ne? Dutz. Okay. Dutz. Super Talent. Sie sprechen es an. Ja. Du warst ja bei einer Talentshow, ne? Ja. War dir das recht unangenehm, recht peinlich, oder? Also grundsätzlich muss ich sagen, es war super. Mhm. Man geht halt hin und spielt einen Auftritt und die Leute müssen klatschen, weil da steht davor jemand und der klatscht auch und da müssen alle klatschen. Mhm. Ja, verstehe. Sonst ich mach's wieder. Mhm. Ja, das war jetzt unser Gast, ne? Der Vieh. Bedanke mich recht herzlich bei dir. Danke fürs Kommen. Ja, ich danke auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Beim AMS wahrscheinlich. Beim AMS. Kostas Supermarkidis Reise beginnt in Österreich. Der Robin Hood der Griechen in geheimer Mission. Kostas Supermarkidis. Flugzeug nach Griechenland, um zu beenden die griechische Finanzkrise für die Renten. Habe ich gespart. Ich, Kostas Supermarkidis, geboren 23.08.1986, habe ich gelebt in Deutschland, war ich immer psychisch nicht ganz in Ordnung, habe ich viel Kosten verursacht für die AOK. Jetzt lebe ich seit 7 Jahren in Österreich. In Österreich habe ich psychisch immer Probleme gehabt, habe aber immer gearbeitet. Mit dem Geld werde ich jetzt die Krise beenden, die griechische Finanzkrise beenden. Mein Name ist Kostas Supermarkidis. Kostas Supermarkidis. Kalimera. Guten Morgen. Kalimera. Auf dem Weg in das Flughafengebäude bringe ich die Geld nach Griechenland zur Beendigung die Finanzkrise für die Rentner, griechische Rentner. For all the hardcore workout freaks out there. Workout mit Mindy bei Fit mach mit. Fit mach mit. Fit mach mit. Hi, my name is Mindy and this is my YouTube channel. It's called Fit mach mit. I'm Mindy and I'm your fitness instructor. Bill, how does my boobs look like? Mindy, your boobs look perfect. Thank you, Bill. Bill is not here actually.
Actually, there's no Bill. I'm alone. Nobody's here. Let's do the fitness instruction. I start with the squats. One, two. It's important that you leave your arms in front of you. Five, six, seven, eight, one, two. It's important that you leave your arms in front of you and that you go deep down. Four, five, six. This was Mindy doing a fit mach mit. Thank you. Fit mach mit. Fit mach mit. See how the future looks like. Werbung aus der Steinzeit. Die neuesten Produkte präsentiert von Neandi. Mördertalente und Supertalente beweisen im Mördercasting, dass sie das Zeug haben zum Mördertalent. Seht selbst und entscheidet. Also Baby, wenn du mich willst, ich lade dich ein zu mir in die Villa am Kuhmeinzel, ja? Dann mache ich dir ein schönes Abendessen mit Champagner und Kaviar. Während uns die schöne, schwülstige Musik von Julio Iglesias zum Träumen verführt, ja? Essen wir und trinken wir und unterhalten uns prächtigst. Dann überrede ich dich, mit mir ins Schlafzimmer zu kommen. Wir treiben's wild miteinander. Danach springen wir in die Dusche, ziehen uns die Bademäntel an. Während du langsam in den Schlaf versinkst, nehme ich den Gürtel deines Bademantels, wickle ihn zärtlich um deinen Hals und ziehe fest an. Das war ein romantischer Abend. Ich darf die Dame in den Keller einladen, na ja. Dann, wie man's halt so macht, irgendwie. Sie kennen sich aus. Sie verstehen mich. Sie kennen sich aus. Dass die Tür zusperren. Dass die Tür abschließen. Naja, den Rest kennen sie ja. Okay. Also ich bin der Harry und ich bin ein Mördertalent. Bitte. Warum ich der beste Mörder wäre? Weil ich Erfahrung habe. Gestern zum Beispiel, da waren diese zwei Typen und ich habe den Schädel vom einen mit dem Schädel vom anderen eingeschlagen. So. Und
dann bin ich am dritten, bin ich mit der Hand in den Arsch reingefahren, hab ihn von innen erwischt und hab ihn gewendet. Der hängt jetzt bei mir daheim. Ich verwende ihn gerne als Handpuppe, komm ja auch aus der Theaterwissenschaft. Das lernst du nicht auf der Uni. Das kannst du gar nicht lernen, das ist Kunst. Also wie würde ich es machen? Wie würde ich es machen? Also ich glaube, einfach am besten in die Müllmaschine. Ganz einfach. Und dann wird es zerdruckt und die Sache hat sich. Keine Sau findet. Ganz einfach. Ja, so hätte ich es gemacht. Ja, für mich als Kellner käme eigentlich in Frage Arsen. Arsen spürt man nicht, wie ich einen Kaffee geben. Wirkt ein bisschen süßlich, so wie Zucker im Kaffee. Und der Fall wäre erledigt. Und wenn der Gast das trinkt, dann gibt es ihn nicht mehr. Dann ist alles vorbei. Und der Mann ist nicht mehr zu retten. To Know Something About Rhythm. Unser Spezialist Don Flamenco alias Macho Muchacho knows it all about Chicas. Und den 12-Achtel-Takt kennt er nur zu gut. Hola amigos da draußen. Willkommen zur ersten Ausgabe von Macho Muchacho. Ole! Heute zeige ich euch Rhythmusgefühl. Ihr kennt es sicher alle das. Ja, aber wir machen etwas Besseres, womit ihr die Frauen überzeugen könnt und sie dahin fließen werden. Wir machen den 12-Achtel-Takt. Und der geht es so. Wichtig ist der Rhythmus in den Füßen und die Beweglichkeit in den Hüften. Das müsst ihr lernen. Und dann oben das Hochklatschen, das machen wir beim nächsten Mal noch etwas genauer. Es ist die Physis, die mich ein wenig behindert. Aber mehr davon später. Also, lernt. Genau, das war heute die erste Ausgabe von Macho Muchacho Ole. Überraschungen heute. Der Häuptling der Humanschen aus dem Keller im österreichischen Braunau direkt zugeschaltet mit seinem Meditationschannel. Heute mit einem Meditationstutorial hier auf dem YouTube-Channel. Heute mit einem neuen Tutorial für euch. Wir werden gemeinsam meditieren mit einer ganz neuen, fantastischen Methode, die ich entwickelt habe. Ich möchte euch kurz erzählen, was ich gefrühstückt habe. Ich habe eine Banane geschält und eine Orange zerfleischt, weil ich ja Vegetarier bin. Und jetzt nach 7 Uhr wird scharf meditiert hier bei mir. So, wir gehen jetzt mal tief in uns und schließen die Augen. So. Und dann gehen wir tiefer und stellen uns eine Blume vor, zum Beispiel, oder irgendetwas, was wir zum Frühstück gegessen haben. Zum Beispiel eine Banane oder eine Orange. Und dann versuchen wir, das Ganze zu manifestieren.
dem Tutorial für heute. Das ist eine ganz neuartige Form der Meditation hier in meinem Hau Hau. Bis zum nächsten Mal. Politik im Telekolleg. Stadtschulratsinspektor Magister Mu gibt Tipps aus der Strafkolonie Namibia, wo er gerade Feldforschung betreibt. Nicht genügend setzen. Hallo, ich bin der Mu. Ich bin Mittelschullehrer in Wien-Favoriten. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie man seinen Job als Lehrer verliert. Erstens, Subtext. Vermeiden Sie es, Subtext in Ihrem Gesicht oder im Tonfall Ihrer Worte sichtbar zu machen, wenn Sie einem Drittklässler mitteilen müssen, dass er das Klassenziel zum wiederholten Mal nicht erreicht hat und er somit zu einer Wiederholungsprüfung in den Fächern Mathematik, Deutsch, Biologie und Umweltkunde antreten muss. Wenn Sie von ihm als Antwort nur ein Hä bekommen, wenn Sie ihm eigentlich sagen wollen, dass er lediglich zu fetzendeppert ist für die dritte Klasse Kooperative Mittelschule. Zweitens, posten Sie keine Fotos auf Ihrer Facebook-Seite, die Sie bei einer Demonstration für die Wiedereinführung der Prügelstrafe zeigen. Auch wenn Sie geneigt sind, Sie bei dem Schüler mit der niedrigsten Konzentrationsspanne wieder einzuführen, der Sie auf Ihre Frage, ich hoffe, ihr habt jetzt den Unterschied zwischen einem echten Bruch und einem uneigentlichen Bruch wirklich alle verstanden, lediglich mit den Worten, können wir endlich Rauchpause, antwortet. Drittens, beordern Sie nicht die Eltern der frühreifen 13-jährigen Schülerin zum Elternsprechtag, die aus einer Thermoskanne mit dem Aufkleber Milch trinkt, um ihre Anti-Baby-Pille herunterzuspülen und meint, bin ich froh, Herr Fässer, dass man Wodka nicht riecht. Viertens, verwenden Sie nicht das schulinterne Mobiltelefon mittwochs zwischen 11.55 Uhr und 13.05 Uhr, während Sie Telefondienst haben, für einen anonymen Anruf, in dem Sie drohen, eine Bombe ins Scheißhäusel des Stadtschulrats zu zünden, wenn die Wappler dort auf die glorreiche Idee kommen, den 12-Stunden-Tag auch für das Lehrpersonal einzuführen. Danke und Prost. Messerscharfer Humor, Mördertalente, Nachrichten, da kippst du um. Wellachen, der Comedy-Club mit Kellerniveau.